TV-Begegnung Boyle gegen Rosenheim, Rosenheim Boyle. Ich habe natürlich das Glück, wem zu haben, Marc Swiebler, der Aushängeschild vom deutschen Badminton. Wir sind sehr stolz auf Marc, hat tolle Turniere gespielt, ist unser führender Spieler. Aber wir gehen auf die heutige Begegnung gegen Rosenheim. Marc, erster Einzel gegen David Obernaster. Was hältst du von ihm? Ich meine, du spielst gegen top internationale Spieler. Er ist ein junger Österreicher, der jetzt zum ersten Mal in der Bundesliga spielt. Wie siehst du das? Ja, ich denke, er hat auf jeden Fall Talent und ist noch jung. Man merkt es schon, dass er noch relativ viele unnötige Fehler macht und taktisch auch nicht ganz so clever, aber eigentlich doch schon ganz gut. War nicht leicht für mich heute, vor allem weil ich jetzt gerade vorgestern erst aus Asien wiedergekommen bin. Ich war fast 5 Wochen unterwegs und der Jetlag macht sich auch bemerkbar. Und ja, deswegen war es gar nicht so einfach für mich und er hat sein Bestes gegeben und es hat Spaß gemacht. Okay, so du glaubst, dass gegen den anderen Top-Spielen, dass er eine Chance hat, ein paar Spiele zu gewinnen in der Bundesliga? Ja, ich denke, im ersten Einzel wird es schwierig, weil das wirklich sehr, sehr gut besetzt ist. Aber klar, eine Chance hat man immer. Und ich denke, gerade hier zu Hause vor heimischer Kulisse hat er vielleicht die Möglichkeit, das ein oder andere Spiel zu gewinnen. Heute musst du mehr als sonst leisten. Du musst auch mitspielen. Das ist nicht normalerweise dein Spiel. Aber man sieht, du kannst ja alles, weil du topfit bist. Mix nicht so erfolgreich, aber trotzdem hast du mit Freude gespielt, oder? Ja, also Birgit und ich, wir haben ja in der Jugend zusammengespielt. Wir haben vor ziemlich genau 10, 11 Jahren sind wir Jugend-Europameister geworden im Mixed-Doppel. Also es geht noch schon, aber ich habe jetzt auch seit mindestens einem Jahr nicht mehr gespielt und habe dann auch im zweiten Satz gemerkt, dass meine Konzentration weg ist, einfach weil der Jetlag da ist. Es war ein bisschen unnötig auch, dass wir das verloren haben, denke ich. Wir haben im zweiten Satz, glaube ich, 14-10 geführt und hatten eigentlich alles unter Kontrolle und das dann noch ein bisschen weggeschenkt, aber am Ende hat meine Energie einfach nicht mehr dafür gereicht und Peter und Isabel haben das auch gut gemacht. Okay, bis jetzt zu dir jetzt. Was sind die nächsten Pläne für dich international? Du hast eine tolle Saison gehabt und man erwartet immer mehr und mehr von dir. Du bist, sagen wir, dieser Aushängeschild. Der Druck wird immer größer. Wie gehst du damit um? Ja, es ist nicht einfach. Vor allem es ist schwierig, weil viele verschiedene Gruppen etwas von einem wollen. Also sowohl der Verein will natürlich, dass ich Bundesliga spiele, der Verband will, dass ich Sachen mache, der Sponsor will verschiedene Dinge. Und das ist ziemlich schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und ja, im Moment, deswegen ist es noch ein bisschen schwierig, so die Frage nach der Zukunft. Irgendwie geht es weiter. Ich weiß nicht, wenn ich alles machen würde, was ich machen sollte, dann hätte ich gar keinen Tag Pause und ich muss mal schauen. Vielleicht fliege ich nach Asien in 2, 1,5 Wochen. Vielleicht auch nicht. Ich muss noch mal schauen. Ja, es ist klar. Sehr viel Druck. Aber mit den Weltspitzenspielern, du kommst zurecht mit allem jetzt. Ich meine, das sind nur die Top 2 in Dan und so weiter, wo die einfach ein bisschen weit weg sind. Aber alle anderen sind schlagbar, oder? Ja, es sind 2, 3 mit Lin Dan, Li Chongwei und Chen Long sind ja sicherlich 3, die noch eine Liga höher spielen. Alle anderen kann man schlagen an einem guten Tag. Man kann allerdings auch, oder ich jetzt auch, gegen viele verlieren. Also ich denke mir, in den Top 40 der Welt sind wirklich super, super Spieler und kann man weit kommen, kann man auch ganz früh verlieren und ich hoffe, dass ich irgendwann den Schritt mache, dass ich dann doch regelmäßig gegen die Leute gewinne, gegen die ich gewinnen kann und vielleicht ab und zu nochmal für eine Überraschung sorge. Genau. Wie bist du körperlich drauf, körperlich fit? Hast du genug getan oder musst du noch mehr tun? Ich meine, wie gesagt, dieser enorme Leistungsdruck, aber physisch und so okay? Es geht. Also ich muss dringend was machen. Ich habe jetzt auch seit eigentlich 5 Wochen nicht mehr vernünftig trainiert, weil ich die ganze Zeit gespielt habe. Ich war erst bei der WM in China und jetzt noch 3 Wochen in Indien und da auch noch gespielt. Und das ist alles nicht so. Natürlich trainiert man da auch und spielt auch. Also ich bin jetzt nicht komplett außer Form, aber ich würde mich schon freuen, wenn ich ein paar Wochen mal zu Hause hätte mit vernünftig Schlaf und Essen und vernünftigem Training auch und Regeneration. Aber leider ist nicht das, was ich mir wünsche, kann ich nicht alles machen. Deswegen muss ich vielleicht noch ein bisschen weiterspielen. Also wie ich sage auf Englisch, tough at the top. Aber du möchtest dort bleiben. Ich glaube, du hast das Zeug, du weißt es selbst. Es ist nur einfach, dass man diese Ausdauer, dass man dran bleibt, diese eines Tages, diese Zähigkeit, oder? Das muss man muss einfach durchhalten. Ja, man muss es natürlich für eine Zeit lang durchhalten, aber es ist auch wichtig, da seine Pausen zu nehmen. Aber gerade Anfang des Jahres habe ich den Sudirman Cup nicht gespielt und hatte dadurch auch die Möglichkeit, 10, 11 Wochen am Stück zu trainieren und das hat mir richtig gut getan. Also dann auch Wochenende freier zu haben und jeden Tag wirklich 6, 7 Stunden zu trainieren, das war schon gut und hat mich auch weitergebracht. Also manchmal ist es, glaube ich, auch sinnvoll, mal einen Schritt zurückzugehen, um nochmal Anlauf zu nehmen.
Wie findest du noch Freude im Spiel? Gibt es noch an deinem Spiel, wo du sagst, das muss ich noch verbessern und so? Ich meine, irgendwann haben die Top-Leute alle fast die gleichen Schläge. Gibt es noch Möglichkeiten, wo du sagst, daran möchte ich ein bisschen noch feilen? Ja, wäre schlimm, wenn nicht. Also es gibt Dutzende Sachen, wo ich denke, das könnte ich besser machen. Und das ist auch das, was mich an dem Sport so fasziniert, weil ich den natürlich auch schon jetzt relativ lange mache und trotzdem eigentlich jeden Morgen noch irgendwas finde, wo ich denke, das könnte ich irgendwie besser machen. Und gerade in den Spielen gegen die internationalen Top-Leute sieht man natürlich auch seine eigenen Schwächen und kann die dann auch nur als Vorbilder nehmen und probieren, sich an denen irgendwie hochzuziehen und daran zu arbeiten. Wenn du die Top 3 anschaust, Lin Dan, Chen Long und Li Chongwei, was ist der Unterschied, würdest du sagen, was du gespürt hast, wo du gegen den gespielt hast? Ja, es gibt viele Sachen, aber hauptsächlich ist einfach die körperliche Fitness, glaube ich. Also technisch ist das alles technisch und taktisch ist das alles okay, aber körperlich sind das halt ganz schöne Granaten und das ist, denke ich, das fehlt noch so und aber natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Es ist nicht so einfach, das auf ein, zwei Punkte zu beschränken, aber jeder hat auch seine eigene. Es macht auch keinen Sinn, wenn ich mir Lin Dan oder Chong Wei als Vorbild nehme, weil ich bin anders, ich bin von der Statur her anders, vom Körper, von der Technik anders und ich kann nicht probieren, sie zu kopieren, sondern man muss seinen eigenen Weg irgendwie finden und da halt so weit wie möglich mitkommen. Also Mark Zwiebler muss Mark Zwiebler bleiben, große Zwiebler-Tradition, natürlich die Familie, große Dynastie. Ja. Was sagen die Eltern? Ja, die freuen sich, aber machen eigentlich keinen Druck. Die haben früher natürlich auch Badminton gespielt und wissen auch, dass es alles nicht so einfach ist, da einen Hut zu bringen mit dann auch noch irgendwie Studium und Freundin und so weiter und so fort. Und freuen sich, solange ich da Spaß dran habe und sagen mir aber auch, wenn ich da keine Lust mehr drauf habe, dann soll ich was anderes machen, aber im Moment macht es mir noch Spaß. Okay. Also Marc, ich bedanke mich. Wir wünschen dir natürlich, dass du gesund bleibst, dass du wieder viel Spaß beim Badminton hast, dass du uns wieder als Vorbild bleibst für die jungen, tollen Badmintonspieler, die immer jemanden haben möchten. Und die haben jetzt jemanden in Deutschland, wo die sagen können, ich möchte so gut sein wie Marc Zwiebler. Also toi, 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 viel Erfolg. Dankeschön. Okay. Danke.